Mama? Da, die Mama ist aufgewacht. Aua. Oh, die Mama macht richtig Damage. Die tut richtig weh, die Mama. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Raft, meine lieben Freunde. Wir sind hier wieder auf der Bäreninsel bei diesen merkwürdigen, nachgebauten Imitationsmenschen. Das erinnert mich so ein bisschen an I Am Legend hier, wo Will Smith sich die Schaufensterpuppen in den DVD-Shop gestellt hat, um dann so Konversation zu betreiben, weil er der Einzige ist auf der Welt. So ähnlich ist das hier auch, glaube ich. Und ihr habt mir gesagt, das letzte wichtige Item, das wir brauchen, um auf der Bäreninsel voranzukommen, befindet sich, wenn wir hier unten nach rechts gehen irgendwie. Also hier von dem Berg hier oben nach rechts unten gehen. Und dann kommen wir da wohl an, tatsächlich. Das heißt, ich werde jetzt meinen Bogen ready machen. Wir müssen da jetzt nämlich echt aufpassen. Wenn ihr das hier feiert, dass wir uns Raft mit der Story und allem Möglichen reinziehen, lasst gerne einen Daumen nach oben da und schaut gerne in die Playlist rein, wenn ihr nicht mitbekommen habt, wie wir hier eigentlich hergekommen sind, was das hier für eine Insel ist und was hier, warum hier Bären rumlaufen. Gut, das müssen wir auch nicht, das wissen wir bisher auch noch nicht. Wir gucken mal, es ist ein Naturreservat wohl irgendwie. So, hier soll das jetzt sein, hier irgendwo rechts, wurde gesagt. Wenn ich nach unten laufe, rechts. Da hinten. Da sitzt etwas. Guckt euch das mal an. Da sitzt ein dicker Bär. Das ist die Mama. Ist das die Mama? Schläft. Die Mama schläft. Kann ich mich an die Mama ranschleichen? Nicht die Mama, nicht die Mama. Die Mama schläft. Mama? Da, die Mama ist aufgewacht. Aua. Oh, die Mama macht richtig Damage. Die tut richtig weh, die Mama. Scheiße, die Mama tut richtig übelst weh, Mann. Und ich bin zu doof zum Treffen. Wie viele Pfeile brauche ich denn für die Mama? Hä? Okay, das ist interessant. Die Mama will offensichtlich sich nicht bewegen. Guckt mal. Okay. Mama, bleib einfach da. Das ist gut so, wie du das machst. Das passt. Die Mama braucht etwa 100 Pfeile. Was? Wollt ihr mich gerade irgendwie veralbern oder so? Aber man könnte auch mal die Umgebung erkunden. Wie soll ich? Ich muss ja an der Mama vorbei. Um die Umgebung zu erkunden. 100 Pfeile? Never ever. I don't believe this shit. Wie sie die Kopf schüttelt. So kommst hier nicht rein. Die Mama lenkst du mit Honig ab. Ich soll die Mama ablenken? Okay, ich hab Honig, ne? So ist es nicht. Wie ablenken? Okay, warte mal kurz. Du meinst, ich soll das so nicht machen? Scheiße, ich hab nur noch zwei Pfeile. Ja, ich komm, glaube ich, da eh nicht drum rum, die Mama abzulenken. Warte mal kurz, aber... Die kommt jetzt mir nicht nach, oder? Das wäre jetzt ungünstig. Umgebung erkunden. Ich brauche mehr Pfeile, warte mal. Ich brauche generell mehr Pfeile. Okay, wir merken uns mal, wo das ist. Da, wo die Mama sitzt. Von hier sieht es so aus wie ein Stein, die Mama. Scheiße, jetzt habe ich mich einmal zu oft gedreht. Moment. Ich muss noch mal zum Raft zurück. Ich muss noch mal craften. Und für die anderen Bären halt auch. Okay, wo ist denn das Raft nochmal gewesen jetzt? Oh Gott. Es ist eine neue Session. Ich habe schon wieder viele Sachen... Nicht mehr so im Kopf, muss ich ehrlicherweise zugeben. Ich gehe jetzt mal hier lang. Hier, war das nicht hier unten? Irgendwo? War es nicht hier? Ich glaube schon. Ja, doch. Auf die Brücke zu. Ich glaube doch, das war hier. Ja, Gott sei Dank. Okay, einfach dann nach rechts und dann nicht vergessen, links abzubiegen, wenn wir wieder zurückgehen. Es wird, glaube ich, auch gerade Nacht. Da sehen wir wieder eh nichts. Die Bären, die du gesammelt hast, brauchst du. Muss man nicht irgendwas mit den Wildbären triggern? Triggern? Ja, wo denn? Also, ich darf die Mama nicht abschießen. Ich muss die Mama in Ruhe lassen. Okay.
Oder? Also ich kann sie abschießen, aber ich brauche dann halt exorbitant viele Pfeile. Wenn ich die Mama besiegen will. Ich kann die Mama aber auch ablenken. Ach, war hier nicht ein Hai? Genau, stimmt, hier war ja ein Hai. Die Frage ist, wo? Da hinten. Okay, warte ganz kurz. Erstmal mehr Pfeile machen und vielleicht auch nochmal einen Ersatzbogen. Wäre vielleicht auch nicht schlecht. Was brauche ich nochmal für Pfeile? Steine und Kunststoff. Warum braucht man eigentlich für Pfeile Kunststoff? Ich check's irgendwie nicht so ganz. Was ist denn Kunststoff an so einem Pfeil? Noch mehr Steine. Hier sind noch mehr Steine. Ich mache jetzt mal so richtig viele Pfeile. Genau, richtig viele Pfeile machen wir jetzt hier. So 30 Stück haben wir. 32. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir brauchen an sich auch nochmal einen neuen Bogen. Aber ich habe den Schleim nicht dafür. Das heißt, okay, da müssen wir jetzt mit dem Bogen halt klarkommen, den wir jetzt haben. Ich werde jetzt auch nochmal das Fleisch auf den Grill packen. So. Also, hier ist ja noch was. Dann muss ich wohl mal erstmal warten, bis das fertig ist, wa? So, dann trinke ich nochmal. Ist eh Nacht gerade, wie gesagt. Bringt eh nichts, jetzt rumzulaufen. Sehen wir eh nicht so viel. Nochmal so eine kleine Vorbereitung hier. So, sehr schön. Dann fressen wir mal hier noch das Fleisch. Wunderbar. Dann heile ich mich auch in der Zeit noch ein bisschen. Das ist auch gut. Waren es Bären und kein Honig? Ist schon ewig her. Also ich fände ja Honig sinnvoller. Muss ich sagen. Deshalb Umgebung erkunden. Da wird irgendwo ein Ort sein, wo du die Bären platzieren kannst. Okay. Da würde ich aber so erstmal nicht drauf kommen, muss ich ganz ehrlich. Muss ich ehrlicherweise zugeben. Scheiße. Yes! Wie er immer im Wasser landet. Warte. Schnell. Nimm. Kann ich es nicht von hier? Ja, von hier geht's auch. Alles gut. Mach doch! Geht doch nicht. Jetzt, genau. Schön auseinandernehmen hier das Tier. Und die Schenkelchen. Ich bin so froh, dass das Essen nicht vergammeln kann in Raft, ne? Das ist schon ein bisschen episch, dass das nicht geht. Stellt euch mal vor, das würde vergammeln. Ey, diese Verschwendung, das könnte man sich nicht vorstellen. Weil das auch schnell gehen würde. Tatsächlich, es würde mega schnell gehen. So, da ist das Fleisch drauf. Neues Fleisch im Inventar. Wunderbar. So, jetzt noch die Federn weg. Ich habe schon wieder zu viel. Ich muss mal gucken, vielleicht ist es auch schlau, einfach mal ein paar Pfeile aus Eisen zu machen, tatsächlich. Für so Sachen wie Endboss-Fights und sowas. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Könnte schlau sein. So, pack das mal hier alles rein. Aber wir haben gar keine Planken mehr. Haben wir noch irgendwo? Sind irgendwo noch? Da sind Planken. Warte mal, ich werde mal versuchen jetzt. Ich wehre mal den Hai ab und schnapp mir mal Planken. Damit ich die Prozesse hier wieder anwerfen kann. Das ist doch eine Idee, nicht wahr? Das ist doch eine gute Idee. Ja, ich weiß, ich könnte den Hai auch einfach ablenken mit einem Haiköder und so. Ja, ja, ich weiß. Ich mach das jetzt so. Ist jetzt egal. Ich will jetzt nicht noch eine Angel machen und dann extra deswegen noch irgendwie fischen gehen. Aua, scheiße. Okay, das war doof. Da war ich jetzt zu langsam wieder. Das war wieder bescheuert. Das war bärscheuert, ja. Oh nein, da ist eine Wand. Da komme ich nie hoch. Nein, nein, nein. Ja, okay, komm her. Mann, ich hab doch gedrückt, verdammt nochmal. Also sowas regt immer auf. Ich hab doch gedrückt. Scheiße. Wie auf dem Klo habe ich gedrückt. Das hat aber nichts gebracht wieder, weil wir irgendwie komisch war. Weil ich wieder nicht in die richtige Richtung gedrückt habe. Wie auf dem Klo. Wenn man da mal wieder nicht in die richtige Richtung gedrückt hat. Und das dann erst hinterher feststellt. Ach ja, warte, ich kann ja noch Milch trinken. Stimmt. Dann kann ich ja meine Hungerleiste wieder ein bisschen rauspushen. Gib mir mal das und platziere das. Und dann hätte ich gerne noch das. Für Mama Bär 75 Treffer mit Steinpfeilen oder 50 Treffer mit Metallpfeilen. Oh Gott. So viele Pfeile kann man ja gar nicht machen. Also lieber ablenken, glaube ich. Sonst müssen wir ja noch, einen zweiten Bogen dann auch machen. Sonst geht das ja gar nicht. Also das würde ja gar nicht gehen von der Pfeilanzahl her schon alleine nicht. Also oder von der Bogenhaltbarkeit würde das ja schon alleine gar nicht gehen, ja. Du müsstest ja einen Bogen haben, der doppelt so lange hält. Kann man das Erz jetzt hier fertig werden? Wie dauert denn das hier? Da geht ja gleich die Sonne auf, Mensch. Ich hole mir jetzt nochmal Milch schnell. Vielleicht kriege ich in der Zeit ja nochmal
einen weiteren Becher. Mal gucken. So, warte, gib mir das gleich. Warte, halt erstmal richtig hoch essen. Und dann die Milch trinken. Sehr gut. Dann haben wir nämlich den grünen Anteil der Leiste. Und vielleicht kriege ich ja nochmal was. Achso, jetzt habe ich das Erz hier reingepackt. Lach, 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 lach. Habe wieder Spaß gemacht hier. So, da geht uns das Erz auch schon langsam aus, ne? So viel ist da gar nicht mehr am Start. Hier, schieb mal den ganzen Schnodder hier wieder rein. Weg mit dem Schnoddür. Und die Steine auch weg. Genau. Ah, da ist ja sogar noch ein bisschen von dem Glibberzeug. Nicht schlecht. Wunderbar. Ah, nicht festhängen. Fleisch ist nicht fertig geworden. Schade. Es wurde auch gesagt, ich soll unbedingt nochmal probieren, die Birken zu fällen. Aber irgendwie beim letzten Mal habe ich das schon versucht, da ging das nicht. Aber es soll wohl mit kleinen Birken soll es wohl irgendwie gehen. Fragt mich jetzt nicht, wie man kleine Birken von großen Birken unterscheidet. Ich glaube, ich gehe jetzt mal los. Ich glaube, die Sonne geht gleich wieder auf. So, dann müssen wir die Umgebung erkunden bei Mama Bär. Jetzt wird es ja lustig. Bin ich mal sehr gespannt. Nur die kleinen Bäume können gefällt werden. Okay, aber was ist denn jetzt ein kleiner Baum? Also wie klein muss er denn sein, damit er als kleiner Baum durchgeht? Das ist so die Frage. Was ist denn klein? Ich habe mit kleinen Dingen nicht so eine Erfahrung, ja. Ich habe nur Erfahrung mit großen Dingen. Das ist das Problem. Müsste da nicht eigentlich ein Symbol kommen, wenn ich das fällen kann? Da müsste doch immer eigentlich ein Symbol kommen, wenn man was kaputt machen kann. Also da, wo kein Symbol kommt, da kann ich es eh knicken. Da gibt es aber gar nicht so viele kleine Birken, kann das sein? Aber wir müssen nach rechts. Nicht jetzt falsch laufen. Ich glaube, die Sonne geht gleich auf. Immer wenn es nochmal... Das ist wie bei Ark damals. Immer wenn es nochmal so richtig dunkel wird, dann bedeutet das, dass der Mond verschwunden ist. Und dann ist die Lichtquelle vom Mond nämlich weg. Und dann erst kommt die Lichtquelle von der Sonne hoch und dann wird es erst hell. Also bevor es hell wird, wird es nochmal so richtig dunkel. Auch wenn es unlogisch ist, aber es ist so. Ja, da sitzt Mama Bär. So, und jetzt müssen wir gucken, wie wir Mama Bär ablenken. Und Mama Bär darf mich nicht schlagen. Das ist vor allem ganz wichtig. Ich gehe mal hier hoch erstmal. Mama Bär darf mich nicht schlagen. Weil wenn Mama Bär mich schlägt, dann tut das ganz schön weh. Das hier oben sieht aber auch komisch aus. Guck mal, das sieht aus wie so ein Erdwall. Das sieht ein bisschen aus, wie wenn einer in Minecraft aus Dreckblöcken irgendwie ein Haus bauen will. Es hat so eine gewisse Ähnlichkeit. Wer kennt es nicht, den Minecraft-Kackstift? Bären nochmal. Es wurde ja gesagt, ich soll die Bären benutzen für die Bären. Obwohl das eigentlich unlogisch ist, weil Bären müssten eigentlich auf Honig abfahren. Aber egal, wir hinterfragen es nicht. Es ist ja so, dass die Bären ein Objekt sind hier bei gefundene Gegenstände. Also quasi ein Questobjekt sind die ja. Das heißt, ich kann die nicht essen oder so, damit ich sie dann nicht für die Quest am Ende nicht mehr habe. Ja, also insofern ist das schon mal richtig anscheinend. Würde ich jetzt mal von ausgehen. Ich dachte, Bären lieben Lachs. Na, Bären sind ja prinzipiell erstmal Allesfresser. Aber Bären sind halt auch nicht doof. Bären essen natürlich oder präferieren das, was ihnen die meiste Energie bringt und das meiste Fett. Und wo ist das meiste Fett eigentlich drin? Naja, oder das meiste Fett wird halt aufgebaut, wenn du Honig isst. Weil da ja viele Kohlenhydrate drin sind. Wenn du viel Honig frisst, dann macht dich das fett. Deswegen gehen Bären immer sehr gerne auf Honig. Und machen die Bienenstöcke, auch wenn die da gestochen werden und so, das ist denen dann egal. Die wollen halt diese Energie haben aus dem Honig und damit Fettreserven aufbauen. Und der Lachs, naja, der ist halt Fleisch, ne? Ist halt vor allem in großen Mengen. Wir fassen zusammen, Bären sind nicht doof. Am besten Lachs mit Honig. Ja, das ist natürlich die Killer-Kombo. Damit kannst du jeden Bären zum Ausrasten bringen. Ist da eine Kiste da drüben? Warte mal, ich glaube, wenn wir von hier rangehen, kann das sein, dass ich dann irgendwie die Mama Bär, dass ich die dann ablenken kann, zufällig? Hier wäre auch nochmal Honig, warte mal. Ich muss... Oh! Ist das Mama Bär? Ah! Das ist nicht Mama, oder? Nicht die Mama, nicht die Mama! Nicht die Mama! Oh, er ist im Busch, da ist was im Busch! Ah, aua! Ich bin ihm reingesprungen! Nicht die Mama, nicht die Mama! Nicht die Mama! Ah! Nicht die Mama, nicht die Mama! Nicht die Mama, nicht die Mama! Nicht die Mama! Nicht die Mama!
Nein, da, er verfehlt, da, Kacke. In den Kopf. Stopp. Nein, Kacke. Au. Ja. Nein, man rutscht doch nicht weg. Oh, hallo. Hallo, Spielwehr. Hallo. Hallo. Ich schlaf nur. Ich leg nur. Ich ruh mich nur aus. Alles gut. Er hat den Honigbär wacht. Das war der Honigbärwacher. Okay, warte. Schnell, schnell den Honig mopsen. Ach du Schande. Da muss man ja lange warten hier, bis was kommt. That's what she said. Und, Sekunde. Nochmal hier schnell greifen. Der Honig ist jetzt für mich. Den nehme ich jetzt. Da mache ich mir, da backe ich mir dann irgendwas draus. Backe, backe Kuchen. Der Spielbär hat gerufen. Haha. Nice. Lecker, 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 lecker. Die Mama macht übrigens mit einem Hit 50% Schaden. Ich weiß, ich habe das schon gemerkt. Die Mama hat mich schon mal kurz angetatscht. Ich hatte das Vergnügen schon mit der Mama. So, da vorne ist irgendwie ein Kasten. Ich schätze mal, irgendwie Bären reinstecken und wegrennen. Und dann von der anderen Seite ranlaufen. I have no idea, my friends. I'm just doing this shit. Dann müsste ja die Mama da rechts sein. Ja, da sitzt, glaube ich, die Mama sogar. Ah! Weg! Ah, die Mama frisst. Kann ich da jetzt drum rumlaufen? Die Mama ist am Fressen. Schnell rein in die Höhle, rein in die Höhle. Hätte ich da jetzt mehr reinpacken sollen eigentlich? Nein, scheiße, Mann. Hier hätte ich Dings benutzen müssen. Eine Schaufel. Ich muss die Tür im Blick behalten. Nicht, dass die hier jetzt gleich reinkommt. Komm, mach, 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 mach. Okay, whatever this is. Das sind alles hier Schmutzdinger. Habe ich eine Schaufel dabei? Nee, habe ich nicht. Warum habe ich denn nur keine Schaufel dabei, ich Blödmann? Ich, weil ich das nicht wusste, dass hier Dreck drin ist. So, jetzt schnell rechts, nach rechts ausbrechen. Raus, raus, raus. Aber wir können ja noch mehr Wildbären da reinstecken. Wir müssen ja nicht nur einmal das machen. Wir können das ja mehrfach machen eigentlich. Aber gut, die Frage ist, was findet man im Dreck? Da findet man ja auch maximal nur... Ich habe die Machete! Machete! Soll ich die jetzt eigentlich mal erforschen noch? Oder... Leg die erstmal hier auf den Schlott. Okay, jetzt muss ich nochmal überlegen. Wo war denn das jetzt nochmal, wo wir die Machete benutzen mussten? Machete. Warte mal, das war links. Da lang. Oh, ich muss trinken und essen. Warte mal, ich muss mal die Melonen essen schnell. Dann kann ich mich am schnellsten hochfuttern hier, mit was das Wasser angeht. Die Melonen sind schon geiler Joker, das muss man einfach sagen. Und dann noch ein Steak rein und dann läuft das. So, da vorne war das doch, ne? Wenn wir hier nach rechts gehen oder so. Ja, genau, Station 4 und 6, genau. Bären, Bären? Da war ein Bär links, glaube ich. Ja, links, da läuft er rum. Ich versuche mich rechts zu halten, dann kann ich ihn umgehen. Ich habe jetzt keine Lust, noch mehr Bären zu töten. Ich versuche mich jetzt mal in diesem Naturreservat ein bisschen zurückzunehmen mit der Tötungsrate, ja. Ich fahre mal meine Rambo-mäßige Bärentötungsrate mal ein bisschen so zurück. Da muss ich jetzt mal ein bisschen drauf achten. So, Moment. Wir müssen nach links. Glaube ich. Und dann war doch da irgendwo diese Höhle, wo man nicht reinkam. Reinkam, konnte. Konnten, kam, rein, kam, konnten. Konnten wir rein oder konnten wir nicht rein? Weil die Höhle zu eng war und wir müssen die Höhle erweitern ein bisschen. Und das können wir nur mit dieser Machete machen. Warum auch immer, aber es ist so. Wir hinterfragen es nicht. Wir akzeptieren es einfach. Weil man könnte ja theoretisch auch was anderes nehmen eigentlich, ne? Zum Beispiel die Hände. Aber, ja. Egal. Station 6. Da war es, genau. Da war die Höhle. So. Dann gib mir den Klöppel. Das sieht aus wie... das sieht aus wie ein Verkehrsschild. Das ist ein Verkehrsschild. I shit you not. Da steht was drauf. Österreich, glaube ich, steht da drauf. Öste. Österreich. Da steht Österreich drauf. Österreich.
Jetzt können wir mal den Kurz fragen, was der davon hält. Hier, nimm das. Ich schlag hier drauf jetzt. Nice. So, hier. Nein, hier gibt's auch Zeug zum Ausgraben. Wieso? Warum habe ich denn nur keine Schaufel dabei? Ich höre da was laufen da hinten. Es ist bestimmt wieder ein Bär am Start. Otter. Nee, ist kein Bär am Start. Nice. Jetzt schnell in den Turm. Da läuft doch irgendwas noch. Hört ihr das? Das sind Schritte, die die Erde erbeben lassen. Ich bin einigermaßen beunruhigt. Warum? Ich wette, da oben ist ein Bär und wartet. Der sitzt einfach da so im Liegestuhl. Oder ist hier irgendwas an? Er hat den Kühlschrank geplündert. Der Schraubschlüssel, da müssen wir mit zur Ranger-Station noch, genau. Relais, gleich mal das Relais aktivieren, würde ich sagen, bevor wir hier noch... Dann durchsuche ich mal noch die ganzen Räume hier. Notiz hinzugefügt. Das gab gleich noch eine neue Notiz, siehst du mal hier. Aber welche? Warte mal, welche hatten wir denn jetzt noch nicht? Genug Boote für uns alle. Die Schuldigen waren unruhig und wir müssen... Nee, was ist denn das hier, das letzte? Es ist geschafft, wir sind durch. Oder vielleicht hier auf der Seite hier. Das hier? Ich weiß es leider nicht mehr. Das ist schon wieder so lange her. Eintrag, Miranda hat neulich eine Szene gemacht. Sie sagte, das hatten wir auch schon. Okay, keinen Plan, was da jetzt... Ist es nicht das hier? Caravan Town? Caravan Town ist doch die neue, oder? Das ist die neue Koordinate. Die haben wir jetzt bekommen. Das ist die nächste Location, wo wir hin müssen. Okay, gut. Haben wir das auch geklärt. Aber hier sind noch andere Sachen. Die lesen wir natürlich auch noch. So, das ist jetzt hier eine neue Notiz, genau. Nummer 3 ist weg. Ne, Moment, ganz kurz. Das habe ich auch... Mann! Das ist... Nee, hä? Ich kann ja hier nicht weiter. Vater hat sich vor langer Zeit entschieden. Er ist hinter der anderen her und ich begleite ihn. Ich glaube, das ist die Notiz. Die neue. Wobei, hier fehlen ja auch noch welche. Warte mal. Ruben, ich war verbittert, als ich dich verließ und verzweifelt. Das kennen wir auch schon. Egal. Gucken wir mal weiter. Vielleicht haben wir jetzt auch... Weiß ich jetzt nicht, habe ich vielleicht einen übersehen. Bauplan Kraftstofftank. Oh, nice. Das ist auch gut. Und hier ist noch eine Notiz. Die müssten mal Namen haben, die Notizen, dass man mal weiß, was man aufgehoben hat und was nicht. Hier, das ist jetzt aber neu. Errol ist weg. Miranda tut gerne so, als wäre nichts passiert. Aber wir wissen es besser. Wir alle wissen es besser. Außer, dass Bobby auch sehr ruhig geworden ist. Henry wird nicht darüber reden, aber ich kann sagen, dass er besorgt ist. Die Triplets denken, dass ich zu schnell bin, um mit dem Finger zu zeigen, dass er auftauchen wird. Aber sie wissen nicht, dass Errol... Er ist hilflos, wenn ihm niemand zur Seite steht. Mein Haar wird dünner. Welcome to my world. Manchmal wiederhole ich murmelnd, was ich gerade gesagt habe, nur um es zu hören. Henry hat recht. Ich verwandle mich in meinen Vater. Achter Eintrag. Alberte, ich glaube nicht, dass jemand kommt. Ich denke, Errol ist auch für immer weg. Henry sagt, ich solle eine Entscheidung treffen. Die anderen, sie werden es hier nicht schaffen. Es wäre grausam, sie zu verlassen. Jetzt, da Bobby nutzlos ist, sie kennen diesen Ort nicht. Sie wurden einfach darin geboren. Ich gehe, sobald sie alle weg sind. Henry sagt immer wieder, dass ich das Richtige tue. Aber das Wasser steigt immer weiter an und der Generator fällt größtenteils aus. Und mein Vater rief mich neulich an und fragte mich, wann ich nach Hause komme. Aber er ist schon seit Jahren tot und ich weiß nicht, ob ich nicht einfach wahnsinnig bin. Eintrag 9. Henry und ich nahmen das Hilfsboot. Es tut mir leid, Alberte. Ich bin ganz allein hier draußen. Bruno, okay. Kann das sein, dass diese ganzen Leute, die er hier beschreibt, es sind alles nur diese Figuren, die er sich hier aufgebaut hat irgendwie? Und die haben es halt nicht mehr so richtig geschafft, ihn auf der Insel zu halten. Und das Wasser ist gestiegen. Dann hat er sich dann doch aus dem Staub gemacht. So verstehe ich das jetzt irgendwie, was hier abgeht. Aber gut, vielleicht habe ich es auch falsch verstanden. Vielleicht sind das auch die richtigen Leute gewesen. Aber nee, das ergibt ja keinen Sinn. Warum sollte er sie dann noch ersetzen und aufbauen? Als Attrappen? Und dann, also wenn er schon die Insel verlassen hat, das macht ja... Nee, die Leute, die da beschrieben werden, sind schon die Ersatzleute, glaube ich. Was ist denn da hinten? Da leuchtet irgendwas.
Guck mal, da leuchtet was da hinten. Was ist das? Scheint wichtig zu sein, sonst würde es nicht leuchten, wa? Müssen wir mal. Ich gucke mal noch schnell außen rum, nicht, dass ich irgendwas vergesse. Wie schnell das aber auch immer wieder dunkel wird in dem Spiel. Hier, guck mal, hier kann man rauf. Das ist schon mal ein Indiz dafür, dass ich was vergessen habe. Genau. Warte, habe ich noch Platz? Ach du Schande, ich habe kaum noch Platz. Warte mal, ich muss noch was essen schnell. Wir essen noch mal schnell, damit wir noch ein paar Slots frei machen hier. Das ist jetzt mal hier ganz wichtig. Essen wir mal die Melone auf. So, dann haben wir nämlich zwei Slots mehr. Was ist das denn hier? Biokraftstoff. Kann für die Betankung bestimmter Maschinen benutzt werden. Ach, für die Machete habe ich auch einen Bauplan gekriegt. Siehst du mal. Das ist natürlich nice. So, nimm mal die Kiste. Oh, es hat alles reingepasst. Oh, was ist das? Ein Geschenk, gleich aufessen. Ich muss Geschenke immer sofort aufessen, sonst gibt es schlechtes Wetter. Gelernter Tisch, genau. Und dann ist auch mein Kopf, da ist dann mehr drin. Haken und Ösen. So, warte mal, wo komme ich jetzt hier wieder runter? Moment. War ich nicht von hier? Genau. Jetzt bloß nicht abstürzen hier. Schön in den Tod stürzen jetzt. Wer ist jetzt? So, jetzt müssen wir nochmal zur Ranger-Station zurück und den Schraubschlüssel zurückbringen. Wenn mich nicht alles täuscht, damit wir das auch abgehakt haben. Mein Gott, warte mal. Ich bin gerade verwirrt. Nicht, dass ich hier noch runterfalle jetzt. Im Dunkeln kann ja echt viel passieren, ja. Soll ich vielleicht vorher nochmal zum Raft und ein paar Sachen wegbringen? Weil ich weiß nicht, was ich jetzt kriege an der Ranger-Station, wenn ich das wegbringe. Weil wenn ich dann nichts mehr aufnehmen kann im Inventar, ist natürlich blöd, ne? Vielleicht wirklich nochmal zurückgehen. Ist vielleicht keine so schlechte Idee. Sind hier Bären? Nee. Ich höre hier irgendwas laufen, ich sag's euch. Irgendwas höre ich hier. Aber kein Plan, ey. Ich gehe mal lieber weiter. Wir gehen mal lieber ganz schnell nochmal hier durch, würde ich sagen. Boah, jetzt so eine Kopflampe, ey. Bisschen ärgerlich ist das ja schon mit den Dreckhügeln hier. Das war da jetzt kein Spaten. Ich muss mir das bei der nächsten Story-Insel mal merken, dass ich immer einen Spaten auch dabei habe. Wobei ich hätte wahrscheinlich für den ganzen Stuff, der da rauskäme, eh keinen Platz. Wir brauchen mal dringend einen Lama, dass wir uns mal hier so einen Rucksack machen können. Weil ich wollte noch mal gucken, wie... Was braucht man noch mal für einen Rucksack eigentlich? Kann ich, glaube ich, gar nicht machen, weil ich den noch gar nicht freigeschaltet habe. Zumindest sehe ich den hier jetzt nicht. Sonst wäre er ja wahrscheinlich hier mit drin, ne? Der wäre ja da bei Ausrüstung drin. Den muss ich wahrscheinlich wirklich mit Lama-Wolle erstmal freischalten. Ohne Lama-Wolle läuft das nicht. So, jetzt, oh Gott, jetzt muss ich aufpassen. Warte mal. Da nicht lang. Wir müssen nach unten. Ich muss jetzt aber nicht nochmal die Mama ablenken, oder? Bei den Dreckhügeln bekommst du nur Sand. Nee, bei den Dreckhügeln bekommt man auch Bolzen und Schrott und sowas tatsächlich. Da ist auch manchmal geiles Zeug drunter. Deswegen ist es so ärgerlich. Und man kriegt vor allem dann neuen Schmutz für neue Beete, ne? Für neue Wiese und so. Ja, das war beim letzten Mal auch schon so. Wenn man buddelt, kriegt man teilweise Bauteile so. Jetzt wahrscheinlich nicht immer, das wird wahrscheinlich ausgewürfelt. Aber ich kann mich erinnern, wo wir die letzten paar Sandhügel, also hier diese Dreckhügel ausgegraben haben, dass wir da auch mal Bolzen und Schrott gekriegt haben und sowas. Dreck ist für Tierwiesen vor allem, genau. Das sind nicht die Sandhügel, die man unter Wasser findet. Die Sandhügel, die man unter Wasser findet, muss man ja auch mit dem Haken abfarmen, warum auch immer. Auch das ist etwas sinnlos eigentlich, dass man Sand mit einem Haken farmt. Ich stell mir das, versuche mir das so vorzustellen, aber irgendwie kann ich mir das gar nicht vorstellen, wie das funktionieren soll. Egal. Ich renne mal. Ich habe keine Lust, mit Bären jetzt zu interagieren. Ich muss jetzt auch erstmal den richtigen Weg finden hier. So, oh Gott, jetzt weiß ich wieder nicht, wo muss ich ihn jetzt hier nochmal abbiegen? Oder mal hier. Ranger-Station, genau. Da lang. Da war noch ein Bär irgendwo, der genau vor der Ranger-Station irgendwie saß. Den würde ich vielleicht gerne umgehen, wenn es irgendwie geht. Ist da nicht... Warte mal, hier geht's zum Raft, oder? Ich glaube, ja. Ja, hier geht's zum Raft. Ich gehe erstmal zum Raft. Wie gesagt, ich lade mich erstmal aus. Nochmal Platz machen. Wer weiß, was ich kriege, wie gesagt. Ich habe ja nur noch einen Slot frei. Nicht, dass ich dann wieder das Zeug nicht mitnehmen kann, weil ich zu voll bin. Da müsste die Sonne auch eigentlich wieder aufgehen. Dann sehen wir da auch ein bisschen mehr. Ich muss definitiv besser aufpassen.
Ja, ich muss auch besser aufpassen manchmal. Das passiert halt bei solchen Spielen, die so komplex sind. Da muss man halt, da entgeht einem halt mal schnell was. Das geht ja auch, ich gucke auch nicht immer sofort, was ich gekriegt habe. Das plöpst ja immer links unten irgendwie, oder rechts unten, weiß gar nicht. Plöpst das ja immer auf, wenn man was abfarmt, was man bekommt. Ich achte da aber auch nicht immer drauf, ja. Oh mein Gott, okay, dann müssen wir jetzt erstmal sortieren. Glas haben wir gekriegt. Atommüll haben wir gekriegt. Warte mal, ich muss erstmal das hier reinpacken. Soll ich mal, ich pack mal den Honig weg. Hatte ich den nicht sogar schon? Ja, guck mal hier. Pack mal den mal hier rein, so. Jetzt pack mal das Rezept. Ist ja Haihappen, das hatten wir ja schon. Kann man die eigentlich stapeln? Ja, die kann man stapeln, stimmt. Dann, warte, erstmal die Machete-Pläne hier machen. So. Ach, guck mal, da können wir ja noch was lernen, Mensch. Ja, stimmt. Die Sachen, die wir im, im Blauplan haben, genau. Machete, so, dann hier die Pilze wegpacken. Dann das Leder wegpacken. Dann den Schrott wegpacken. Dann die Bolzen wegpacken. Ich weiß, dass wir hier irgendwo noch... Hier. So, dann was auch immer das hier ist, Biokraftstoff mal wegpacken. Brauchen wir jetzt nicht. Ja, und die Baupläne. Ich weiß nicht, wenn ich die erforscht habe, brauche ich die, glaube ich, gar nicht mehr. Kann das sein? Ist nur so eine Vermutung. Ja, dann lasst uns doch nochmal schnell Fleisch auf den Grill packen, wenn wir schon mal hier sind. So. Jetzt sind mal die Planken auch losgeworden. Und dann lasst uns doch nochmal schnell Milch holen. Also ja, genau, Milch holen und nochmal Wasser machen auch. Milch. Geht da zufällig noch mehr? Warte mal, die ist ja jetzt eine Weile nicht gemolken worden, die Ziege. Sammelt sich da mehr an? Nee. Die Eier esse ich jetzt auch mal. Ich esse mal rohe Eier jetzt. Das hat der Rocky auch gemacht. So. Wenn der das macht, dann geht das. Dann darf man das. Ist ja auch überhaupt nicht gefährlich, so von wegen Salmonellen und so. Alles gut. Ah, hier. Essen. Fleisch rein, genau. In den Kopf. Immer in den Kopf. Und dann nehme ich mir noch eine Melone. Warte, so. Die ziehe ich mir mal auch rein. So, und dann kann ich nämlich die Milch noch hinterher kippen. Wunder, nice. Und damit habe ich nämlich einen etwas längeren Balken. Und dann packen wir mal die Eimer nochmal weg hier. So. Tralala. Und dann nehme ich mir noch ein Steak mit für, für den Weg. Das wird ja gleich fertig sein hier, schätze ich mal. Und dann machen wir uns auf den Weg. Ich soll die Wiese bewässern. Oh, warte. Sekunde. Oh ja. Flasche voll Süßwasser. Ich nehme jetzt Süßwasser einfach. So. Die Batterie läuft aber noch, oder? Woran erkenne ich denn, dass die Batterie leer ist eigentlich? Hier steht ja noch irgendwie... Ich nehme die mal... Oh, sie ist leer. Scheiße. Kann ich Batterien irgendwie wieder aufladen? Zufälligerweise. Mit einem Ladegerät später. Okay, wahrscheinlich auch wieder so ein Story-Item, war, was ich dann im Rahmen der Story bekomme. Kann gut sein, wa? Batterien sind aufladbar, dir fehlt aber der Bauplan für der Gerät. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Also Batterien nicht wegschmeißen. Das ist aber schon mal eine gute Info. Batterien behalten. Sehr gut. Sehr, sehr wichtig. Wichtige Information. Ist es jetzt bewässert hier oder... Ich nehme mal noch hier die Mangos. Warte mal. Das ist gut. Da kriege ich gleich noch Planken und so. Das ist nice. So, warte. Gib Mischsamen. So. Und dann noch bewässern gleich. Da ist auch das Wasser fertig. Nice. Ah ja, er bewässert noch. Okay. Na, dann trinke ich halt. So, dann haben wir jetzt alles. Ja, ich schieb noch schnell hier Palmenblätter weg. Und die Mango... Da rein, genau so, jetzt geht's los. Du kannst leere Batterien auch zum Craften benutzen, zum Beispiel Lampenhelm. Ah, also wie bei Subnautica, wo man mit leeren Batterien neue funktionierende Sachen craften hat. Das ist ein guter Hinweis, das ist sehr gut. Da kann ich mir das sparen erstmal mit dem Ladegerät. Dann baue ich daraus einfach noch einen neuen Lampenhelm. Schaufel mitnehmen. Ja, jetzt gehen wir ja eh nur nochmal zum Ranger-Dings. Da waren ja keine Schaufeldinger. Ich renne jetzt einfach, wenn da ein Bär ist, renne ich einfach vorbei.
Oh, noch einer. Das ist jetzt aber ungünstig. Nein, lasst mich. Geht weg. Ich will doch gar nichts von euch. Aua. Nur weil ich die Mama beklaut habe, sind sie alle sauer jetzt. Ich hätte die Mama nicht beklauen dürfen. Es war ein Fehler gewesen. Ich entschuldige mich offiziell. Ich gebe trotzdem nichts zurück. Gott sei Dank sind sie nicht besonders helle. Wow. Nein. Schnell. Kommen die da durch? Kommen die durch den Giftmüll durch? Ihr wollt mich verrollen oder was? Nee. Was ist mit euch nicht richtig? Hat der Flecken gekriegt? Warte mal, der hat Flecken gekriegt, glaube ich. Warum? Warum schafft ihr das dadurch? Das dürft ihr gar nicht. Ihr bist Cheater, Cheater, Cheater. Nein! Es sind Cheaterbären. Cheaterbären. Nein! Hab ich so? Nein! Geh doch weg! Lass es! Chill! Lass es doch einfach! Du wirst sterben! Du Doofer! Ich hab's gesagt, ich hab's gesagt! Ja, wink noch mal, hallo! Mann, oh Mann, oh Mann! Unbeerlehrbar sind sie nämlich hier! Unbeerlehrbar! So, jetzt hier. Jetzt haben wir, glaube ich, alles. Oder? Yes! Und was ist das? Hinweis aufnehmen. Eine neue Notiz. Frohe Weihnachten aus dem Nichts. B und A Korea. Okay. Eine Ansichtskarte. Toll. Und das ist jetzt... inwiefern wichtig? Oh, warte mal, da oben ist ja noch was, Mensch. Haha, da ist Essen gewesen. Na toll, hätte ich gar kein Essen mitnehmen brauchen. Das war's jetzt, oder was? Das war jetzt der krasse Hinweis. Okay. Alles klar. Die Wegfindung der KI ist echt gut. Da haben sie echt gute Arbeit geleistet. Ja, man kann sich nicht wirklich verstecken. Also, ich vermute jetzt einfach mal, man könnte, wenn man noch ein bisschen weiter hochkrabbeln würde, wo es wirklich zu steil ist, wo er wirklich nicht hochlaufen kann einfach. Da wird es wahrscheinlich gehen. Aber so an sich haben sie es schon echt gut gemacht. Oder sie haben einfach das Gelände so gebaut, dass die KI keine Wegfindungsprobleme hat. Das ist natürlich auch eine clevere Lösung an sich für das Problem. Dass einfach die KI überall hin kann. Und an der Stelle endet diese Folge Raft. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne mal in die anderen Videos rein, die an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Benachrichtigungen, damit ihr kein Video mehr verpasst. Denn es kommen täglich Videos, nicht nur zu Raft, sondern auch zu anderen Projekten und Let's Plays. Und ihr könnt auch gerne mit meinem Creator-Tag Spielbär mit AE im Epic Store Spiele kaufen. Für euch wird es dann nicht teurer. Und damit unterstützt ihr mich und meinen Kanal mit einem prozentualen Anteil am Kaufpreis und das wäre sehr nett, wenn ihr das tun würdet. Vielen lieben Dank, wenn ihr das schon gemacht habt und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Bis dann, ciao, ciao.